Malte Friese macht eine Ausbildung zum Dachdecker in Münster. Vor einem Jahr hat er noch Englisch und Sport auf Lehramt studiert. Aber sein Studium hat er abgebrochen, um eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Die praktische Arbeit liegt ihm mehr als die Theorie. Hier ist halt eben so, mir wird irgendwas gezeigt oder ich lerne etwas und kann es dann eben direkt auf der Baustelle anwenden und fühle und sehe mit eigenen Händen, wie es eigentlich funktioniert. Und das ist eben der große Unterschied. Nach dem Studienabbruch macht sich Malte auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz. Er nimmt an einem Projekt für Studienabbrecher teil. Es nennt sich Und morgen Meister. Malte schreibt Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz als Dachdecker. Eine davon landet auf dem Schreibtisch von Raimund Koch, Dachdeckermeister und Ausbilder bei Kornmüller Bedachungen. Wir haben ihn dann zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen und waren eigentlich positiv eingestellt, dass er eine erfolgreiche Ausbildung absolviert. Allein durch seinen Notendurchschnitt, den er hatte, und da fällt ihm einfach das Lernen einfach ein bisschen einfacher. Für den Dachdeckerbetrieb ist Malte ein Glücksfall, denn immer weniger junge Leute in Münster bewerben sich für eine Ausbildung zum Dachdecker. In diesem Jahr haben nur 6 junge Leute eine Ausbildung angefangen. Der Bedarf an neuen Dachdecker-Azubis ist und bleibt also hoch.